Es ist wirklich keine Ahnung, wie ich da reingeraten bin. Ich meine, wenigstens ist mir nicht langweilig, aber egal, wie sehr ich mich anstrenge, niemand sagt auch nur einmal, fein gemacht. Oh, armes Hühnchen. Mhm. Ah, Nora Inu. Nee, Moment. Stimmt. No, no, no. Also, no, aber was ist dann Nora? No Rain Hund. Nee, Nora ist ja nur der Teil und Hund ist der dahinter. Der Inu. Ja. Inu Yasha. Ja, heißt bestimmt auch was mit Hund. Hunddämon. Hunddämon, achso. Ja, gut. Macht Inu Sinn. Also, wenn du es irgendwann satt hast, herumkommandiert zu werden, kannst du ja mit mir abhängen, Fellnase. Wir Streuner haben's ziemlich gut. Echtes Hundeleben, verstehst du? Und so. Danke, werd ich dran denken. Pass auf dich auf. Nora ist ein Name. Also ist ein Hund namens Nora. Kaugummi! Alles in Ordnung, Cheryl. Yep. Ich weiß zwar nicht, wie dieser Hund geheißen hat, aber ich nenne ihn mal Bingo. Bingo. Hat überhaupt nichts mit Nora Inu zu tun. Ja. Oder Nora Inu. Er sagt, er hat die Katze gesehen. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Weiß er, wohin sie gelaufen ist? Offenbar ist sie den Turm der Brücke da hinten hinaufgeklettert. Wir sollten sie da besser runterholen. Bevor sie noch an einen Ort weiterläuft, der noch schwerer zu erreichen ist. Oder ihr was passieren könnte oder so. Oder wir sollten die Feuerwehr rufen. Gute Idee. Dann kommt mal mit, die beiden. Beeilung. Ja, du bist ja eh schon fertig. Schon seit Jahren. Stimmt gar nicht. Nicht seit Jahren. Nur seit Stunden. Die schneeweiße Katze, die aus dem Boot gesprungen ist, wurde von einem kläffenden Hund verfolgt und kletterte auf einen der Türme der Tower Bridge, um Zuflucht zu suchen. Das ist bestimmt nur ein Hund in einem Katzenkostüm. Nein, das ist ein Affe im Katzenkostüm. Ja. Ah, ich wollte das gar nicht. Wuff! Tschüss! Wuff, 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 wuff. In Wirklichkeit bilden sich Catriel und Ernest das alles bloß ein. Katze! Da oben, Cat! Wie bist du denn da hochgekommen? Bin ich gar nicht. Ich habe nur deine Katze gesehen. Ach du meine Güte, wir müssen sie auf der Stelle retten. Was, wenn sie runterfällt? Okay, Leute. Wir müssen uns so langsam wie möglich bewegen, damit ihr... Wie ihr keine Angst machen. Wuff, 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 wuff! Oh, Auto. Hm? Ja! Oh, Auto. Oh, ups. Ich hab Samuel angesprochen. Was, wen? Samuel. Ah. Oh, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Mein Riecher hat mich direkt zu dieser Brücke geführt. Ich wusste doch, dass hier eine Story wartet. Und tatsächlich eine Katze in Not. Gut, wie bekommen wir das arme Ding jetzt darunter? Wow. Auto! Auto! Hinweis, Auto! Hinweismünze in dem, Hab ich schon. Gelbes Auto? Was du den Hinweis? Ey! Kennst du das Spiel? Natürlich kenn ich das. Wo hast du den Hinweismünze? Aus dem richtigen. Ja, da bei dem Ding, was aussieht wie eine Zielscheibe. Nee, da war keine. Doch. Also, ich hab da eine rausgeholt. Ich hab da keine rausgeholt. Da hattest du sie vielleicht doch schon. Nee, eigentlich nicht. Also, oben rechten Tower-Ding ist das eine. Ja, ja. Und man kann die Katze vergrößern, aber erstmal können wir das tolle Liebespärchen wieder ansprechen. Ja, das ist das beste Liebespärchen aller Zeiten, ne? Und das hat ein Rätsel. Ich dachte, wir sind das beste Liebespärchen. Ja. Alle in London lösen Rätsel. Da dachten wir uns, wir versuchen es auch mal. Aber das ist so schwierig. Das ist nicht das Beste an London. Ja, es ist so schwierig. Können Sie es für uns lösen? Bitte! Das wäre das Beste! Auf Reserve!
Oh, nee, nicht Der Bus Mathe. hat nur noch 3 Liter Benzin im Tank. Ihm geht der Sprit aus, bevor er sein Ziel erreicht. Aktuell sitzen 10 Personen im Bus und er kann 5 Kilometer pro Liter Benzin fahren. Für jede Person, die aussteigt, kann er einen Kilometer weiterfahren. Wenn alle Personen aussteigen und 2 Liter Benzin nachgetankt werden, wie viele Kilometer kann der Bus dann noch fahren? Moment nochmal, was? Darf ich schon? Hä? Darf ich schon oder musst du es erst verstehen? Das reicht. Okay, wir können. Punkt für mich. Oh, das ist so gemein, ja. Das ist echt gemein, dass du es so schnell gemacht hast. Wieso? Ich habe gefragt, ob ich kann und dann erst danach, wo du gesagt hast, kannst, darf ich. Ja, ich wusste ja, dass du es dann schon hattest. Da hattest du es ja schon. Ja, ich wusste es schon beim Lesen. Ja, eben. Und ich musste erst mal lesen. Ja, ich habe es dann gewusst, wo du fertig gelesen hast. Mhm. Habe ich jetzt, ja, 29, 24, musst du hinhauen. Ja. Nom, nom. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ja, ja. Busfahrer. War mir eben klar, wenn alle Personen aussteigen, ist kein Fahrer mehr da. Eben. Das ist so klar. Mhm. Naja, das Ding könnte theoretisch einfach, man könnte irgendein Gewicht auf das Gaspedal stellen. Ja, aber, aber ich habe daran gedacht, weil es mal so ein scheiß Rätsel gab, wie viele Personen sitzen im Bus und so. Mhm. Und dann hat man immer vergessen, den Busfahrer mitzuzählen. Mhm. Ach so. Oh, ich kenne Und seitdem achte ich bei jedem Busrätsel auf den Busfahrer. Ich habe auch ein Rätsel für dich. Und zwar, es sitzen 10 Leute in einem Bus und an der ersten Haltestelle steigen 2 aus und 3 wieder ein. An der nächsten Haltestelle steigen 3 aus und 4 wieder ein. An der nächsten Haltestelle steigen 5 aus und keiner wieder ein. An der nächsten Haltestelle steigen 4 aus und 2 wieder ein. Und an der nächsten Haltestelle steigen alle aus. Wie oft hat der Bus gehalten? Ich hasse dich. Das ist ein echt fieses Ding. Es sind, glaube ich, 5 Mal gewesen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Das hat mir auch schon mal jemand gestellt, als ich kleiner war, und ich fand es genauso gemein. So, hilft Ihnen das weiter? Oh, wow! Ja! Ja! Sie sind die Beste! Sie würden meinen Freund viel eher verdienen! Jetzt können wir endlich wieder die Sehenswürdigkeiten genießen. Ja, dieses Rätsel hat uns wirklich völlig kirre gemacht. Oh Gott, das ist eben so nerven. Ja, was? So, jetzt die Katze. Ich hab so ein Pärchen bei mir im Jahrgang. Da hinten? Ach nee, das hatten wir. Katze. Mhm. Größer. So. Die Katze selber? Ja. Rätsel! Wie sollen wir denn eine Katze von so hoch oben retten? Keine Sorge, Sher. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, Dinge von hohen Orten zu bekommen. Man scheucht sie runter, damit sie springen. Treppenbau. Mhm. Okay, staple die Kisten zu einer durchgehenden Treppe. Vom Start links, unten bis zur Spitze der Klippen rechts. Die Treppe darf nur immer maximal eine Ebene ansteigen und es dürfen keine Lücken unter den Kisten sein. Schiebe die Kisten, um sie zu bewegen und berühre sie, um sie zu drehen. Hä? Nochmal. Na, du musst eine Treppe von unten links bis zum... Nee, ich wollte es eigentlich nur verdeutlichen. Kannst drauf gucken. Kurz. Bis hier, bis zu diesem Kästchen muss. Okay. Das Dingens dann, damit du zum Goal kommst. Ah, und immer nur eine Ebene maximal ansteigen. Nur eine Ebene maximal ansteigen, genau. Okay, jetzt verstehe ich es. Gut. Können wir? Ja. Okay. Ich hab's wieder. Oh, was? Und es darf nichts drunter frei bleiben? Ich glaube nicht.
wenn ich es richtig verstanden habe, nicht. Okay. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es richtig verstanden habe jetzt. Warte mal, ich muss mal kurz zeichnen. Okay, warte mal. Geht das überhaupt? Also so wie es jetzt bei mir ist, ist es definitiv schon mal falsch, weil da drunter was frei bleibt. Ja eben, also das ist es eben. Bei mir bleibt halt auch was frei, aber ich weiß nicht, ob es auch geht, ohne dass was frei bleibt. Muss ja. Sicher? Ich denke. Wäre ja doof, wenn nicht. Ja, stimmt, wäre doch, wenn nicht, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es so sein muss. Was steht doch da sogar? Dürfen keine Lücken unter den Kisten sein. Okay. Wenn es so ist, dann ist es okay. Mhm. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wie ich es genau mache. Mhm. Und wie ich dieses scheiß Dingens da, was wie ein umgedrehtes, ja, kleines Haar ist. Das grässliche Teil da, ja. Das macht mir auch Probleme. Mhm. Also ich denke mal, ich muss das für die Lücke verwenden. Weil anders macht es nirgendwo Sinn. Mhm. Aber ich mache das trotzdem fertig, wo ich das reinmachen muss. Eigentlich müsste ich es jetzt haben. Das ist voll gemein, dass das jetzt nicht so richtig ist. Darf ich gucken, oder? Ah, ich habe gemerkt, ich habe... Nein, 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 bitte nicht. Okay, dann ich gucke auch nicht, wenn das nicht... Ist jetzt die Frage, ob das so in Ordnung ist, wie es ist, weil... Ich versuch's einfach mal. Hast du eine Lücke? Nein. Das sollte reichen, denke ich. Ja, ich hab's. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Was ist das, wo du gezweifelt hast? Das, wo ich gezweifelt habe, war, ob man auf die gleiche Höhe muss wie das Goal. Muss man, oder? Nein. Oh, dann ist es ja gemein. Also man braucht bloß eins drunter. Ach, so. Dann ist es ja gemein. Ich habe jetzt immer von dort einen Ansatz gemacht. Hm. Na, ich dachte mir also... Ist ja auch sozusagen eine Stufe. Hm. Was? Ich kann niemanden, der so einen generischen YouTube-Namen hat, grüßen. Davon abgesehen, ich mach das nicht einfach so. Da hat jemand gefragt, ob ich ihn grüßen kann. Oh, okay. Und? Naja, der hat einfach einen... Namen, den könnte jeder haben, sozusagen, auf YouTube da. Mhm. Hm. Ach man, dieses scheiß Teil. Ja. Kannst du mir sagen, welches das letzte ist zum Goal und das am Anfang? Warte mal, du kannst das doch mal drehen, das eine rote Teil. Das hier? Einmal drehen, ja. So, und jetzt da reinschieben. Ach, stimmt. Ist nur die Frage, ob das irgendwas bringt. Glaube nicht. Hm. 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 Ah, schade. Das Stück ist zu viel dann. Das. Aber du kannst es nicht machen, wenn das nicht mindestens dabei ist. Hm. Hm. Ah, das ist ja auch nicht.
Ist ja dann. Ich weiß gar nicht. Das erste, was ich gesetzt habe, war irgendwie das rote. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ist zu lange her. Also ich überlege halt, ob man irgendwie so das machen muss, dass dann hier oben irgendwie was ist. Man dann hier unten irgendwie. Nee, aber wenn du das jetzt so weit weg hast, dann müsstest du ja die Treppe. Dann kannst du ja daneben nichts mehr bauen, dass da noch eine Treppe bei rauskommt. Ja, eben. Bis dahin. Nee, also so rum würde ich es auch gar nicht machen. Du könntest ja theoretisch das machen. Und dann schauen, dass du. Nee, warte, nimm noch mal das, genau das Teil, schieb's so und dann hast du sowas zumindest schon mal. Das sieht sogar sehr gut aus. Ich glaube, mit den restlichen drei Teilen kriegst du auf jeden Fall so eine Erhöhung hin. Ja. Ja, warte mal. Ich hab's. Schieb doch die beiden jetzt ganz linken eins weiter. Eins nur. Seht das? Klar, mindestens einen Anstieg. Es muss ja nicht jedes Mal einer sein. Ich war mir nicht sicher, ob. Ich habe gedacht, man muss auch links an den Rand anstoßen. Mit der ersten Treppenstufe. Hä? Ach so, nö. Das habe ich gedacht. Ach so. Nee, das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Ach, sogar. Aber komm, der hat Geburtstag. Ja, aber. Wie heißt, also als was soll ich ihn denn grüßen? Ich kann doch nicht sagen, Minecraft-Spieler. Ja, okay, aber du weißt, wer du gemeint bist, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Genau, du, der da gemeint ist, der sich zufällig Minecraft-Spieler nennt, was sich ja auch nie jemand anders nennen würde, dich grüße ich jetzt. So. Was ist morgens und abends? Die Eltern trollen. Meine Mutter trollt mich auch manchmal. Ah. Ja, meine mich auch. Hast du dir das noch gut überlegt? Ah, ein Satz für die Ewigkeit. Himmelstreppe, jetzt führt eine Treppe die Klippen hinauf. Neue Rezept und die sieht hässlich aus. Grüße an alle, die heute Geburtstag haben oder Hochzeitstag oder Jahrestag oder Tag der offenen Tür oder